Was machst du da? Ein bisschen schwimmen. Du musst deine Rettungsweste tragen, sonst kannst du nicht rein. Nee, ist alles gut. Danke. Rettungswesten sind Pflicht. Du musst eine Rettungsweste tragen, wenn man schwimmt und auch, wenn du nicht schwimmst. Warum? Die Fälle nass werdender Menschen steigen zunehmend. Es ist eine beängstigende Zeit. Zieh sie an. Aber das bedeutet nicht, dass sie ertrinken. Menschen werden dauernd nass. Das ist Teil des Lebens. 0,000182% aller Menschen ertrinken jedes Jahr. Das ist praktisch jeder Mensch. Also zieh deine Rettungsweste an. Das ergibt keinen logischen Sinn. Ich zieh keine an. Ich weiß, wie man schwimmt. Ich hatte Schwimmunterricht. Schwimmunterricht? Du glaubst, der existiert? Was denkst du denn? Dein Körper hätte diese natürliche Fähigkeit, Wasser auf eine Art zu durchqueren, dass dein Kopf oben bleibt und dass du noch atmen kannst? Ja, es heißt Schwimmen. Nie davon gehört. Auftriebskörper sind wissenschaftlich belegt. Du glaubst nicht an die Wissenschaft? Doch. Es ist nur... Ich weiß, wie man schwimmt. Du bist gerade irgendwie rassistisch. Was? Guck, wie seine Rettungsweste ihn vom Ertrinken abhält. Er steht nur im flachen Wasser. Zieh deine Rettungsweste an! Du bringst alle in Gefahr zu ertrinken. Wieso bringe ich alle in Gefahr? Deren Rettungswesten funktionieren nicht, bist du eine anders. Funktioniert seine Rettungsweste? Ja, sehr gut sogar. Warum sollte er mich mit Rettungsweste brauchen, wenn seine Rettungsweste bereits funktioniert? Für den Schutz der geschützten Schwimmer vor den ungeschützten Schwimmern. Aber sind die nicht bereits geschützt? Ja! Sehr gut geschützt. Also sollten sie okay sein. Sie würden. Außer sie sind nicht sehr gut geschützt wegen dir. Sieh mal, du musst eine anziehen oder du kannst nicht rein. Das ist gruselig. Wo bekomme ich die? Oh, ich verkaufe sie direkt hier. Du verkaufst Rettungswesten? Ja, natürlich. Also verlangst du, dass jeder eine Rettungsweste trägt, während du Rettungswesten verkaufst? Ja, zu ihrem eigenen Schutz. Und man muss die Rettungsweste bei dir kaufen? In der Tat. Denkst du nicht, da ist ein Interessenkonflikt? Kein Interessenkonflikt, den ich denken könnte. Wie viel Geld hast du dieses Jahr mit Rettungswesten verdient? 27 Milliarden Dollar. Es sieht so aus, als hättest du mehr Interesse an Geld als am Schutz der Menschen. Du bist ein Anti-Wissenschafts-Anti-Rettungswesten-Klimawandel-Leugner. Die Fälle nasser Menschen gehen durch die Decke. Du musst eine Rettungsweste von mir kaufen und anziehen oder nie wieder Zugang zu Schwimmbädern, Duschen, Regen oder Trinkwasser haben. Nie wieder. Du behandelst mich wie einen Feind? Wenn du besorgt bist, dass Menschen ertrinken, solltest du nicht Wasser so behandeln, als wäre es die Gefahr, anstatt mich als Gefahr zu behandeln? Dein Körper besteht zu 70% aus Wasser. Du bist also praktisch eine tickende Zeitbombe. Zieh eine an, Kumpel. Du bist der letzte Mensch, von dem ich mir Anweisungen wünsche. Du bist so aufdringlich, unangenehm. Du bist wie der Harvey Weinstein, der Lebensretter. Danke. Sieh mal. Gerade heute ist ein Mann auf der Straße bei einem Frontalzusammenstoß Autounfall ertrunken, weil er diese Rettungsweste nicht trug. Starb er nicht durch den Autounfall? Eine Flasche Wasser wurde im Auto gefunden, also ertrunken. Das ergibt keinen Sinn. Gottes Wege sind unergründlich. Es gibt keinen Gott, also gehorche mir. Oh mein Gott, er ertrinkt. Hilf ihm! Sir, steigen Sie bitte aus dem Pool, um die Rettungsweste anzuziehen. Er kann nicht raus, er ertrinkt. Der Rand des Schwimmbeckens ist direkt hinter dir. Greif ihn! Das ist keine geprüfte Methode zum Schutz vor Ertrinken. Es ist sogar sehr gefährlich. Greif nach dem Rand! Tun Sie das nicht. Es ist nicht zugelassen. Um Himmels Willen, fass einfach den Rand an. Können wir ihn zensieren, bitte? Zu Ihrem Schutz. Nicht den Rand anfassen. Hilf ihm! Du bist Lebensretter! Okay, mach ich. Du solltest eine Rettungsweste anziehen, solange du es noch kannst. Du bekommst sozusagen, was du verdienst. Guck, was du ihm angetan hast, du Monster. Das wäre nie passiert, wenn du eine Rettungsweste anhättest. Zieh deine Weste an. Okay. Ich wette, jetzt bist du völlig geschützt. Genieß dein Schwimmen. Ich muss sicher gehen, dass du wirklich eine Rettungsweste trägst. Zeig mir deine Papiere.